Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wie bereits im letzten Video angekündigt, geht es heute auf die Spielwarenmesse. Das heißt natürlich, wie üblich, ich gehe jetzt erstmal den Arti abholen. Wir fahren nach Nürnberg und von dort aus geht es dann weiter mit den Öffentlichen, denn das Parken an der Messe selbst ist zur Spielwarenmessezeit eher so eine Geschichte für sich. Wenn man sich das sparen kann, sollte man es auch tun. Das ist mehr was, womit sich die Aussteller selbst auseinandersetzen können. Und an dieser Stelle verläuft sich das Video auch schon ein bisschen. Natürlich geht es weiter wie im ganz normalen Vlog. Wir fahren nach Nürnberg, fahren mit der U-Bahn und sind auch angekommen an der Messe. Drin muss ich allerdings sagen, habe ich nicht mehr besonders viel gefilmt, zumindest mal nicht so viel, dass ich daraus jetzt wirklich ein sinnvolles Video machen könnte, weshalb ich mich dazu entschieden habe, jetzt einfach hier ein bisschen was zu erzählen und die wenigen Dinge, die ich aufgenommen habe auf der Messe, einfach so zwischendrin ein bisschen einzublenden. Was uns in der Sekunde, in der wir das Messegelände betreten haben, aufgefallen ist, wie wenig Menschen da sind im Vergleich zur Spiel in Essen, die wir im Oktober besucht hatten. Natürlich deutlicher Unterschied, die Spiel in Essen ist tatsächlich eine Community-Messe, eine Besuchermesse, während die Spielwarenmesse in Nürnberg eine reine Fachmesse ist. Und den Unterschied merkt man doch ziemlich krass. Man kann sich frei bewegen, man kann sich in Ruhe Dinge anschauen. Es ist wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre dort für eine Messe. Als nächstes, was auch auffällt, ist die unfassbare Größe dieser Messe. Ich war jetzt noch nicht so oft in der Messe in Nürnberg. Ich war mal zu Hoga und ich glaube noch zu einer anderen Messe. Beide davon bedeutend kleiner. Die Hoga, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, bevor ich das Video gemacht habe, hat 850 Aussteller ungefähr. Die Spielwarenmesse 2800 Aussteller. Ist, glaube ich, das einzige Mal im Jahr, dass die komplette Nürnberger Messe volle, quasi das komplette Areal, auf einmal verwendet wird für nur eine Messe zur gleichen Zeit. Meistens finden dort mehrere Messen gleichzeitig statt, kleinere. Und wie gesagt, selbst die Hoga, glaube ich, die auch mit zu den größeren zählt, hat vielleicht vier Hallen von den 12. Also es ist wirklich gigantisch. Es fängt an mit Feuerwerkskörpern, Faschingsartikeln, verschiedenerlei Hersteller von Luftballons. Natürlich, wenn man da jetzt hingeht, ich denke mal, für die wenigsten Leute ist wirklich alles relevant. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade der größte Interessent für Holzspielzeuge und Modelleisenbahnen, was es nicht alles gibt. Aber es war schon auch wirklich viel Cooles dabei. Super viele Drohnen zum Beispiel, natürlich mehr Spielzeug lastig dann in dem Fall, aber auch sowas finde ich mal ziemlich cool. In Sachen Modellbau, super viele Modellautos und auch wirklich viele Dinge, wo ich wirklich sagen muss, dass viele davon extrem beeindruckend sind. So einem Detailgrad zu arbeiten in so einer Größenordnung ist schon auch irgendwie faszinierend, auch wenn ich jetzt nie irgendwie ein großer Modellautosammler oder auch Bastler war. Ist es schon cool, sowas mal zu sehen. Was für Arti und mich, glaube ich, wirklich am lustigsten war, war, sich die Sachen anzuschauen. Einerseits, die man selbst aus der Kindheit noch kennt, und auf der anderen Seite aber auch Dinge, wo wir uns gedacht haben, Mann, wäre das cool gewesen, wenn es das in unserer Kindheit so schon gegeben hätte. Für uns war es natürlich auch wieder sehr interessant, auch ein bisschen was von unserer Branche, also dem Brettspiel, zu sehen. Wir hatten die Hoffnung, dass vielleicht auch von den einschlägigen Zeitschriften ein paar Leute da sind. Da haben wir keinen Stand finden können. Die waren wahrscheinlich einfach so auch selbst unterwegs und sind von Stand zu Stand gegangen, haben sich das dort angeschaut. Auch in Sachen Produzenten waren, glaube ich, zwei Würfelproduzenten da. Beide welche, mit denen wir schon kürzlich bei unserer Würfelproblematik in Kontakt waren und keinen so positiven Eindruck hatten. Und ansonsten jetzt auch nicht wirklich viel. Was wir aber festgestellt haben, dass wirklich sehr viele andere Brettspielproduzenten da waren. Das waren, glaube ich, Halle 10 auf zwei Stockwerken, komplett voll rein Brettspiel. Was für uns jetzt natürlich nahelegt, dass wir uns schon überlegen, nächstes Jahr dort auch selbst mit dem eigenen Stand aufzutreten. Was ja nun auch wieder was ist, was wir dort gelernt haben an unserem Tag auf der Messe. Jetzt aber dazu, warum ich eigentlich so wenig gefilmt habe. Es ist grundsätzlich, das ist mir auch schon auf das Spiel aufgefallen, immer ein bisschen schwierig, ein Video, wie ich sonst produzieren würde, auf einer Messe zu machen, weil es fehlt einfach die Art Content, die ich normalerweise gerne filme. Schöne Naturaufnahmen, Städte, wirklich Dinge, die ich einfach toll finde, in Bilder zu fassen. Und es ist in Messehallen einfach super wenig. Ich meine, da sind jetzt ein paar Shots dabei von ein paar Modellautos und ein paar anderen Sachen und einfach mal durch einen Gang gefilmt. Aber wirklich aufregend zum Filmen finde ich dort eigentlich nicht wirklich viel. Das nächste ist, dass auch wieder viele Aussteller dabei sind. Ich wollen, wenn man an ihrem Stand filmt oder fotografiert.
was ich auch irgendwie so schon in Geschäften, gerade so Souvenirläden und sowas hat man das ja super häufig, noch nie verstehen konnte, welcher Schaden diesen Leuten dadurch wohl entstehen würde, wenn jemand was von ihnen fotografiert oder filmt. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich irgendwas filme, dass es irgendjemand anschaut und sich denkt, oh cool, vielleicht möchte ich mir das kaufen. Okay, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwelche speziellen Gründe, die sich mir bislang noch nicht ganz erschlossen haben. Das nächste ist auch die Beleuchtung. Super viele Neonlichter. Ich glaube, die Hälfte der wenigen Shots, die ich jetzt gemacht habe, sind noch von irgendwelchen Neonlichtern verflickert. Evil Neon Light. Was die Aufnahmen dann noch weniger schön macht. Deswegen heute diese etwas andere Aufbereitung des Videos. Ich werde mal überlegen, wie ich das in Zukunft gestalte, wenn ich mal wieder auf Messen unterwegs bin, ob ich dann wirklich gar nicht filme oder ob ich es mehr so in dem Stil mache wie heute oder mir was anderes einfallen lassen werde. Auf jeden Fall war das jetzt das Spielwarenmesse-Video. Ich hatte eins angekündigt, ich habe jetzt eins gemacht und im nächsten Video gibt es wieder was, was euch wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen dürfte. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.